Moin und herzlich willkommen zurück. Der treue Zuschauer, boah, das ist richtig gemein, alle anderen sind bestimmt auch nett. Wer auf jeden Fall diesen Vlog schon länger schaut, wird mich schon häufiger irgendwie davon gesprochen, sprechen, hören, wird mich schon häufiger davon reden gehört haben. Ich kann Deutsch, ich schwör's. Ich habe auf jeden Fall schon häufiger irgendwie hier auf diesem Kanal darüber gesprochen, dass wir mit dem Büro hier eigentlich eine riesige Baustelle haben, die wir vor ein paar Jahren angefangen haben, wo wir sehr viele Sachen provisorisch gelöst haben und dann Step by Step hingehen und die Sachen weniger provisorisch machen und mehr langfristig machen. Und jetzt gerade 2021, wo wir eigentlich auf einem richtig, richtig guten Weg sind. Wir haben viele Sachen schon gemacht und viel steht auch auf der Liste, klar. So langsam war auf jeden Fall richtig krass Fortschritt sichtbar. Wir haben irgendwie die Küche schon viel vorangebracht, nicht fertig, aber viel. Der Schnittraum ist viel vorangebracht, meine Studio ist viel vorangebracht worden. Und dann kam der Anruf von unserem Vermieter mit dem neuen Lager/Mini-Studio. Und plötzlich ist alles Baustelle. Wir haben so viele neue Baustellen dadurch, dass wir unser Lager unten auflösen quasi und viel Zeug da rausholen. Viel Zeug dadurch verscherbeln, habe ich ja auch schon gesagt, wir verkaufen und verschenken hier gerade ziemlich viel. Das muss gemacht werden. Das Lager muss ausgeräumt werden, viele Sachen müssen wegkommen. Das neue Lager muss eingerichtet werden, das neue Studio muss eingerichtet werden. Das gesamte Zeug, was hier oben ist, muss raus und rüber. Und plötzlich ist wieder alles irgendwie Baustelle und es sind wieder viel zu viele Sachen. Und jetzt geht das Ganze von vorne los, dass im neuen Studio/Lager wahrscheinlich viele Sachen erstmal provisorisch gemacht werden und dann irgendwann langfristig gelöst werden, weil wir auch gleichzeitig unseren Transit noch von provisorisch auf langfristig um. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie in so einem Loop gefangen, dass wir immer das Gefühl haben, was langfristig zu machen und Fortschritte zu machen. Und plötzlich stellt sich irgendwas raus, was alles wieder über den Haufen wirft. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich finde das irgendwie nice, aber es ist auch gerade ein bisschen viel. Vor allem dadurch, dass jetzt die absolute Urlaubsphase ist. Das heißt, es ist selten der Fall, dass wir hier Full Power im Büro alle sind und mal alle anpacken könnten. Weil im Prinzip wäre es bestimmt so, wenn man einfach mal sich ein, zwei Wochen lang Zeit nehmen würde, da intensiv dran zu arbeiten, würden wir viel krasser vorankommen. Auf der anderen Seite möchte ich eigentlich, dass Joscha so wenig Zeit wie möglich mit dem Umzug verbringt, um möglichst viel Zeit mit Valkyrien verbringen zu können. Weil jetzt im August besteht die Möglichkeit, dass der Kurzfilm wirklich krass vorankommt, vielleicht sogar fertig wird. Und es wird fucking Zeit. Langsam kommen wir tatsächlich ganz gut voran und sobald man irgendwie Regale da hat, finde ich, sieht es auch so ein bisschen nach einer Ordnung aus, die zumindest sich andeuten lassen könnte, solange man wirklich nur in die Richtung der Regale schaut. Mir ist während dieser ganzen Auf- und Umräumaktion auf jeden Fall ein alter Kollege wieder in die Hände gefallen, den ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hatte und den ihr wahrscheinlich auch schon sehr lange nicht mehr gesehen habt, und zwar eine Glidecam. Die Original Glidecam HD 2000, die in meiner Bubble zumindest die bekannteste und berühmt-berüchtigste von allen Glidecams war. Das Original. Das musste man haben. Ich war mir sicher, wenn ich dieses Teil und eine Weste habe, dann bin ich Filmemacher. Inzwischen sind das irgendwie 8K-Kameras und Gimbals. Früher war eine Glidecam das ultimative, jetzt bist du ein richtiger Filmemacher-Ding. Und ich darf früher sagen, weil das ist wirklich 10 Jahre her. Jetzt könnte es aber ohne Scheiß sein, oder es könnte nicht nur so sein, ich spekuliere auch stark darauf, dass die Glidecam tatsächlich der große Held des kommenden Drehs ist. Wir drehen jetzt diese Woche
Also ganz kurz, für die Leute, die nicht wissen, was eine Glidecam überhaupt ist. Es gibt mittlerweile Gimbals, die wahrscheinlich jeder kennt. Elektrische Kamerastabilisierungsgeräte, die ein super schönes, smoothes Ergebnis liefern können, aber auch ein paar Negativpunkte haben. Unter anderem, dass sie elektronisch sind. Das heißt, man kämpft manchmal gegen Motoren, man hat Höchstleistungen, man hat Akkus, man hat technische Fehler. Sachen, die leider nicht so perfekt laufen. Die Glidecam ist quasi der Vorgänger davon, auch wenn es eigentlich streng genommen sehr, sehr unterschiedliche Sachen sind. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre es das Gleiche. Bitte nimm mir das nicht übel. Mir ist deutlich bewusst, dass das nicht der Fall ist. Glidecams sind trotzdem ein ähnliches Prinzip. Man balanciert eine Kamera auf einem Gimbal-System aus und hat im Endeffekt eine schwebende Kamera. Vorteil ist, man hat keine Akkus, man hat viel weniger Probleme mit Motoren, man hat keine technischen Fails. Dafür sind die Ergebnisse im Normalfall ein bisschen schwimmender, ein bisschen organischer. Das kann man auch mögen, das ist einfach eine stilistische Frage. Trotzdem muss man sagen, gerade im YouTube-Kosmos ist die Glidecam gefühlt sehr krass ausgestorben durch den Gimbal. Diese Woche werde ich wieder mal einen Job mit der Glidecam machen und das hat Gründe, nicht nur nostalgische, sondern auch sinnvolle. Und was mein Gedanke dahinter war, creepy, jetzt. Es ist eine Produktion mit einigen bestimmten Anforderungen. Anforderung 1 ist, wir müssen uns viel mit dem Protagonisten zusammen bewegen. Wir laufen mit diesem Protagonisten. Entsprechend war schon mal klar, Glidecam oder Gimbal. Dolly ist dadurch, dass es eine Outdoor-Produktion in der Stadt ist, völlig ausgeschlossen. Kann man nicht bringen. Anforderung 2 ist ein Prompter. Prompter, da steht dann der Text drauf und man kann in die Kamera gucken und diesen Text gleichzeitig lesen. Prompter sind sehr häufig sehr, sehr groß, sehr, sehr sperrig und sehr, sehr schwer. Allein die Kombination aus einer bewegten Kamera und Prompter ist nicht so leicht, sagen wir es so. Und ich hatte letztens schon mal erwähnt, wie sehr ich Prompter verabscheue. Und ein bewegtes Kamerasystem mit einem Prompter und einem Prompter-Operator zu kombinieren, ist wirklich fast unmöglich, würde ich sagen. Man kann es bestimmt machen, ist aber auf jeden Fall ein Riesenaufwand und saumäßig schwer. Da braucht man definitiv einen richtigen Steadicam-Operator, der sein Leben lang nichts anderes macht, als Steadicams zu operaten. Nicht so ein Kamerahansel wie mich. Ich bin kein Steadicam-Operator. Deswegen unsere Lösung, ein kleiner Handy-Prompter in einem kleinen Setup und plötzlich wird alles sehr manageable. Natürlich hat man damit andere Downsides, zum Beispiel, naja, ein kleines Display und ein Handy, was per Bluetooth gibt wieder ganz andere Probleme, aber ist trotzdem für die Anforderungen die beste Lösung aus unserer Sicht. Jetzt muss man in aller Fairness sagen, diese Anforderungen hätte man auch locker mit einem Gimbal treffen können. Kleines Setup, Handyprompter, Gimbal, kein Problem, vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Aber Anforderung Nummer 3 sind Reißschwenks. Und spätestens hier hatten wir bei einer ähnlichen Produktion extreme Probleme, dass entweder der Gimbal nicht schnell genug war, nicht mitgemacht hat, technisch abgekackt hat, was auch immer. Mit der Glidecam habe ich viel, viel mehr Kontrolle darüber, Reißschwenks vorzuführen. Und deswegen bin ich jetzt zugegeben auch ein bisschen excited, nach Jahren mal wieder mit einer Glidecam zu drehen. Ich glaube, es wird ein ganz anderes Erlebnis, man ist das überhaupt nicht mehr gewohnt, es wird auch ein anderer Look. Und ich bin gespannt, ob wir es ultra abhaten oder vielleicht doch mega cool finden. Übrigens, weil wir immer wieder gefragt werden, was wir drehen. Ich kann hier auf dem Kanal nicht einfach unsere Kunden nennen oder die TV-Sendungen, für die wir arbeiten. Aber auf Instagram verlinke ich meistens die fertigen Produkte. Das heißt, folgt mir auf Instagram. Ich würde ja schon interessieren, wer von euch Glidecams oder irgendwelche Arten und Weisen von Flycams benutzt oder benutzt hat. Und vor allem, wenn ihr es benutzt habt und jetzt nicht mehr, ist die Frage, warum? Die meiste Antwort wird wahrscheinlich sein, Gimbal. Ich habe irgendwie oben 5 Gimbals gerade liegen, die alle auf meinem zu verkaufen Stapel liegen. Das Teil habe ich seit 10 Jahren und habe nie über Verkaufen nachgedacht. Irgendwie dachte ich immer so, irgendwann kommt es nochmal. Passend dazu auch der Hashtag des Tages, Return of the Steady.
Es wirkt vielleicht nicht so, weil ich hatte jetzt irgendwie keinen Bock, dass der Vlog jetzt jeden Tag gleich aus den gleichen Schnittbildern besteht, wie Lisa und ich irgendwelche Regale durch die Welt tragen und so Zeug aussortieren. Aber wir haben heute ziemlich viel geschafft und es ist drüben jetzt auch schon deutlich leerer geworden und hier jetzt schon deutlich voller. Jetzt fehlt halt nur noch das Einsortieren, Aufräumen, Ausmisten, weil aktuell ist einfach nur Chaos. Ich mache jetzt Feierabend, das war's für heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen tatsächlich mal wieder mit dem Joscha. Er kommt ins Büro zurück, Leute. Unfassbar. Alles klar, vielen Dank und bis morgen. Schlüssel, dann tschüss.